So, weiter geht's heute mit FIFA und wir machen weiter mit dem nächsten Spiel. Und das heißt Derby-Zeit. Und zwar, ja, gegen Borussia Dortmund. So, LW, die kriegt jetzt eine Nummer 30, die ich ihm, die er schon mal. Die er auch schon eigentlich bei seiner, bei in Gladbach hatte. Und deswegen kriegt er sie jetzt, weil es passt dann einfach. Transfer für Marco Richter. Da könnte ein Mega-Angebot reinkommen. 102 Millionen für den Juventus Turin. Delegieren. Mindestverkaufssumme 150. Möchte ich dafür haben. Sonst braucht er gar nicht erst zu kommen. Wenn die das natürlich zumachen, dann. Ja, bei der Summe muss ich halt überlegen. Na, klar, ich habe auch Del Rosso unersetzt bekommen. Guck, was passiert. So, wie gesagt, nächster Gegner ist Borussia Dortmund. Steht schon bei Verhandlungen, ja. Ist mir auch egal, sollen sie zurückziehen. 98,5 Millionen Marktwert und dann wollen sie 102 bieten, ja, nee. Lieber so lassen, so wie es ist. Eine Musiala. Da kann ich mal gucken, was sie aber haben, was sie bieten wollen. SC Freiburg will mir haben, okay? Ah, Moment. Das wird wahrscheinlich nicht so hoch gehen. Das war jetzt ein bisschen zu viel. Werden sie wahrscheinlich auch ablehnen. So, aber jetzt, wie gesagt, 22. vor dem Duell mit dem SC Freiburg. Na, vor dem Duell mit Borussia Dortmund, so rum ist es richtig. Heimspiel vor allen Dingen, das ist das Gute. Wir können das ein bisschen absetzen. Gehen wir mal schnell in die Willkommen zu der Pressekonferenz. Pressekonferenz. Wir beginnen jetzt mit den Fragen. Ja, natürlich. Ich glaube nicht, dass du das jetzt gerade. Ich glaube, das dürfte denen egal sein, oder? Ja, müssen wir weitermachen. Das war's. So, weiter geht's auf jeden Fall jetzt mit dem nächsten Spiel. Und das heißt, da ist der Gegner, wie gesagt, Borussia Dortmund. Dann gehen wir rein ins Match. Ich lasse die Mannschaft so, wie sie ist, unverändert, klar. Warum auch? Funktioniert ja. Dann geht's gleich los. Wir freuen uns heute auf eine richtig interessante Begegnung. In ein paar Minuten geht's los mit Schalke 04 gegen Borussia Dortmund.
Hallo und willkommen, liebe Fußballfreunde. Wir begrüßen Sie zu unserer heutigen Partie. An den Mikrofonen sind auch heute wieder Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann. Und heute geht es bei uns um ein Spiel aus der Bundesliga. Schalke 04 gegen Borussia Dortmund. Ein interessantes Ligaspiel natürlich, Wolf. Das sind zwei Mannschaften, die sich heute zeigen wollen, die sich zeigen müssen. Die Fans haben eine hohe Erwartungshaltung. Er wird für ihr Spiel heute sicher wichtig sein. Er dürfte zu den schnellsten Spielern überhaupt gehören. Klar, dass sie auch heute darauf setzen. Die Nummer 24, Dani Da Costa. Die Nummer 6, Maximilian Arnold. Die Nummer 8, Danny Latzer. Die Nummer 23, Lukas Alario. Hier sehen wir die heutige Aufstellung von Schalke 04. So, geht jetzt sofort los. Im Tor ist Manuel Neuer. Nico Elvedi spielt zusammen mit Stefan Savic in der Abwehr. Und im Sturm sollen es in dieser Partie heute gleich drei Stürmer richten. So, passt so. Auf geht's ins Match. Das Spiel läuft, Königsblau mit dem Anstoß. Und wir wollen natürlich das Derby gewinnen und wieder auf 7 Zähler vor Borussia Dortmund dann am Ende stehen. Auf außen ist jetzt Platz. Richter, Telles bei ihm, aber der kommt da nicht ran. Ah, Glück gehabt. Borussia Dortmund mit der Balleroberung. Kann er weit einwerfen? Wenn ja, dann könnte es gefährlich werden. Jetzt könnte die Flanke in den Strafraum. Lebt noch. Da kam der Keeper gut raus. Die Flanke war okay, aber der Keeper kam noch ein bisschen gut, kam da gut raus. Sieg im letzten Auswärtsspiel darf heute so weitergehen, ne? Und definitiv. Haben jetzt die Tabellenführung und wenn das so weiterläuft, auch richtig, das ist jetzt seine Chance. Schön Ecke. Gemacht. Sieg genau in Augsburg, davor das Unentschieden gegen Köln Ecke hier im Heimspiel. Vielleicht klappt es jetzt, es gibt eine weitere Ecke. Ja, Ecke kommt. Jetzt der Eckball. Hab dich, erstmal weg. Ah, komm, ja. Kam ein Dortmunder noch da bevor. Erling Haaland. Den Haaland solltest du nicht darum vorne frei vom Keeper stehen lassen. Der kann auch was anderes. Wenn er nicht so teuer wäre. Ecke in die Mitte. Da können Sie klären. Hab dich. Und nun Ramsey. Julian Brandt. Geht weiter, Vorteil Dortmund. Und den Ball hält der Torhüter. Glück gehabt. Ja, das ist es halt, ne? Den Haaland musst du echt unter da, musst ein bisschen aufpassen, dass der nicht. Paulinho. Lucas Alario. Schönes Ding, Paulinho. 1-0. Yes! 18. Minute. Und so kann man auch kontern. Jetzt also die Führung für Schalke. Ah, gut gemacht, gut dazwischen gegangen. Oh, gut aufgepasst. Der Ball, der war, oder wie dieses dazwischen gehen, war so wichtig, weil der Ball war durch gewesen. Upsi, da muss ich mal so ein Auto umparken. Aber jetzt nicht gerade mein Problem. Schönes Ding, Gossens. Das könnte vielleicht was werden. Richtig, dass er sich den Ball. Ah, ich dachte, ich krieg den noch irgendwie abgestaubt. Da Costa. Ja, jetzt wieder Ballbesitz Schalke. Wird das seine Torschance? Gossens. Schöner Ball. Jetzt wird Zeit für den
Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Gibt Abstoß. Upsa, bisschen abgerutscht. 30. Minute. Jetzt Ramsey. Na, dann ist bald Pause. Aber es dauert noch ein bisschen. Auf außen ist Platz. Oh, der ist. Ball ist weg. Kommt der Ball. Richter. Da der Platz, jetzt die Flanke. Den Telles. Schönes Ding. Ach, was war das für eine Idee? Schlechte Idee. Könnte gefährlich werden. Abstoß. Nee, Ecke. Okay, er geht tatsächlich auf Ecke, weil Telles wohl noch dran war. Jetzt kommt die Ecke. Und er geht auf Nummer sicher. Faustet diese Ecke erstmal weg. Gute Aktion jetzt. Viel Platz seine Mitte. 2-0. Ja! Das ist natürlich ein Volley, wie er besser nicht geht. Nochmal die Wiederholung des Tors. Da kommt zunächst die Flanke und dann bringt er diesen Strafenschuss aus der Mitteldistanz, sodass der Keeper ungeschützt ist. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. So, Tor Nummer 12 hat er einen Doppelpack. 2 zu 0, sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Ich freue mich schon auf die Winterpause, weil mit Eden Hazard kommt ja ein absoluter Superstar. Gutes Tackling auf außen. Und das für knapp 30 Millionen nur ein Schnäppchen. Baku. Schalke jetzt über außen. Jetzt können sie den Ball rein. Ah, kommt nicht an. Gute Aktion. Da Costa. Da kommt die Flanke. Wieder nicht. Ja, sie können erstmal klären. Holland. Und dann ist Pause. Zur Pause eine scheinbar beruhigende Führung. Es steht 2 zu 0, aber. Sie müssen weiter konzentrieren. Richtig. Weiter konzentriert bleiben, draufgehen und machen und dann passt das irgendwann schon. Auf geht's. Rückstand also für Borussia Dortmund und damit gehen wir wieder rein ins Spiel, in die zweite Spielhälfte. Sancho. Der mittlerweile auch nicht mehr in Dortmund spielt. Ich bin ja bei Menu. Auf außen ist Platz. Oh, für 85 Millionen hingewechselt. Defensive also ist gut organisiert. In dem Real Life. Klasse gemacht, stark geblockt. Ball abgeblockt, passt. Schalke, ich warte jetzt einfach. Ach Mann! Aber die Führung spricht ja für sich. Sie machen trotzdem, was sie wollen in diesem Spiel. Nutzen die Chancen, die sich ihnen bieten. Das ist eine engagierte. Latza macht souverän. Gegen Brand. Einiges los in den Medien. Ist alle. Wieder mal um Transfergerüchte, Buschi. Gibt aber nichts Offizielles bisher. Insofern sollten wir noch abwarten, wie sich die ganze Geschichte weiterentwickelt. Hm. Chance zum Konter jetzt. Arnold. Maximilian Arnold. Arnold, der kommt aber die Seite. Oh, der geht ja volles Risiko. Rein ins Tackling. Oh, jojojo, alles gut, aber scheinbar sagt der Schiedsrichter. Aus meiner Sicht wäre das auch für mich ein Elfmeter gewesen. Aber jetzt erstmal Sancho gegen Da Costa. Ah, den hat er ausspielen lassen. Jadon Sancho. Flanke bleibt hier also ergebnislos. Ja, Julian Brandt. Passt. Glück gehabt. Ja, aber Dortmund geht nach. Geht drauf. Das war nicht gut vom Abwehrspieler. Gut gemacht da. Jetzt auch was. Jetzt geht Brand raus. 66. Minute. Insbesondere in der Offensive wäre das nötig. Sie liegen zurück. Blockt den Schuss erstmal ab. Wie der Ecke. Mal sehen, was sie noch machen. Nächste Ecke. Sancho. Der Ball kommt rein. Hab dich. Erstmal zumindest. Flanke an den kurzen Pfosten. Oh, wichtiger Befreiung. Dortmund macht es gerade ein bisschen. Zu stark, zu viel Ballbesitz, meiner Meinung nach. Sancho. Ramsey.
So, was macht er jetzt? Aaron Ramsey. Jetzt haben wir es. Jetzt hat er den Ball. Vielleicht mal ein bisschen Ruhe reinkriegen in dieses Ding hier. 71. Minute. Ein Pass mit viel Auf- oh ja, der ist gefährlich. Schön gemacht, jetzt die Flanke. Und das mit Paulinho hätte fast sogar hier das dritte gemacht. Und dann wäre es eigentlich meiner Meinung nach auch durch gewesen. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Ballverlust Dortmund. Konnte aber, der Ball kommt. Über Marco Richter gegen Kimpembe, da ist er vorbei. Jetzt, stark gemacht, das könnte was werden. Paulinho, jetzt ist Feierabend. Der Kerl ist on fire. Das war 7 Punkte Vorsprung. So im heutigen Spiel. 79. Minute, Dortmund ist geschlagen, Derby ist gewonnen. Und mit dem Tor ist der Dreierpack perfekt. Richtig starkes Spiel. Sie bekommen ihn nicht wirklich in den Griff. Nochmal der Treffer. Diesmal aus einer So, dann können wir jetzt durch. Können wir jetzt wechseln? Und den letzten Wechsel halte ich mir nochmal offen. Perspektive. Noch zu absolvieren. Ja. Sie versuchen es mit dem hohen Zuspiel. Ja, immer noch stehen sie da enorm unter Druck. Tor 3-1 so noch. Immerhin noch das Tor, aber an der Tendenz ändert das nichts mehr. Das wird eine Niederlage. Ja, klar. Palacios. Da geht nichts mehr. Wir schauen uns noch mal an, wie dieses Tor entstanden ist. Ja, eigentlich war es im Griff. Baku hat das Ding eigentlich doch noch irgendwie hinbekommen. Hat das Ding eigentlich in der Tasche, aber... 3-1 heißt es also jetzt. Am Ausgang des Spiels ändert das wahrscheinlich nichts mehr. Alario, 4-1. 85. Minute. Den greift aber auch mal niemand an. Man kann er da durchspazieren. Hier gegen 3. Keiner greift wirklich rein ein. Und im Abschluss auch noch effizient. Hier nochmal dieser Treffer. Dann ist es das 4-1. Bloß irgendwie keine Hoffnung aufkeimen lassen da. Nachdem die Dortmunder das Tor angepasst haben. 8. Saisontor. Ziemlich einseitige Angelegenheit heute in dieser Partie und lange zu gehen ist ja auch nicht mehr. Die Nummer 13, Lucas Alario. Kimpembe. Mit dem Ball Alex Tees. Ja. Gut vom Schiedsrichter. Da gibt er Vorteil für Dortmund. Jetzt nimmt er erstmal so Baku gelb. Es gibt hier Gelb gegen den FC Schalke. Zu viel Einsatz und damit natürlich die richtige Entscheidung vom Schiedsrichter. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Lucas Alario. Gosens. So langsam wird es gefährlich. Da pfeift der mit dem Angriff weg, weil ich frei auf den Keeper zulaufe, aber ist egal. Was für ein Sieg, ausgerechnet im Derby zeigen sie sich in Glanzform. Von diesem Triumph werden die Fans noch lange stehen. Also 4-1, 7 Punkte Vorsprung auf Borussia Dortmund. Zweites Bundesligaspiel in Folge gewonnen, nach diesem Unentschieden gegen Köln. Also, ja. Passt. Gute Aktion jetzt. Viel Platz da in der Mitte. Tolles Tor. Das ist natürlich ein Volley, wie er besser nicht geht. So, boah, Interviews brauchen wir gar nicht. Also, ja, einfach die Chancen alle genutzt.
Gut, das nächste Spiel heißt tatsächlich. Hast du erstmal Champions League wieder? Du hast gespielt, Geiger. Aber gut. Naja. Wie dem auch sei. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann wollen wir in der Champions League vielleicht sogar schon eine Vorentscheidung machen. Bedeutet, dass das Aus von Salzburg vielleicht bestätigt ist. Dann. Aber schaffen, sehen wir uns dann an.